Wie lege ich eigentlich los, wenn ich Selbstführung lernen will? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Mir wurde die Frage letztens mehrfach gestellt. Ich mache gerade ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, speziell für junge Führungskräfte am Anfang ihrer Führungskarriere. Ja, und da stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, naja, ich weiß ja, ne, man braucht Selbstführung, um gut führen zu können. Aber Selbstführung, wie geht das eigentlich genau? Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Selbstführung und Selbstreflexion. Ich bin Stefanie Voss, Workshop-Moderatorin, Business-Coach und Vortragsrednerin, natürlich auch genau zu diesen Themen. Und wenn dich Kommunikation, Führung, Selbstführung, wenn dich das interessiert, dann abonniere jetzt diesen Videoblog. Es gibt hier jede Woche ein neues Video. Selbstführung und Selbstreflexion, naja, das hört sich erstmal so riesig an und vielleicht auch ganz schön komplex und irgendwie hat es ja auch noch so einen psychologischen Touch. Und ja, dann ist das so ein Thema, wo die allermeisten Menschen gar nicht wissen, wie packe ich das eigentlich praktisch an? Also muss ich jetzt direkt zum Coach gehen oder muss ich mich in irgendein riesengroßes Seminar begeben? Oder was kann ich eigentlich, naja, so im Alltag machen, um wirklich in die Selbstführung und in die Selbstreflexion zu kommen? Letztendlich ist es ganz, ganz banal und ganz einfach. Selbstführung, Selbstreflexion, das heißt nichts anderes, als dass du dir Zeit nimmst, nur für dich. Und vielleicht wirst du jetzt direkt denken, ah ja, super, das mache ich ja schon. Damit meine ich jetzt nicht joggen gehen und dabei Musik hören oder mit der besten Freundin im Café sitzen und quatschen oder irgendwelche anderen Dinge tun, die du gerne für dich tust und ja, und dich so berieseln lässt vielleicht noch dabei. Das ist nicht gemeint, sondern ich meine Zeit nehmen für dich, ohne dass drumherum irgendwas passiert. Jetzt magst du vielleicht sagen, naja, aber unter der Dusche, da kann ich super nachdenken. Beim Joggen, da habe ich die allerbesten Ideen. Oder wenn ich Auto fahre, ja, dann bin ich auch ganz bei mir und dann fallen mir manchmal super Sachen ein. Das ist schön und gut, das ist auch eine Form von Selbstreflexion. Aber es ist nicht so richtig, richtig das, was ich meine. Denn es fehlt ein ganz entscheidender Aspekt. Wenn du nichts tust, nicht Auto fährst, nicht duschst, nicht joggst, sondern wenn du einfach irgendwo sitzt und, ich sag jetzt einfach mal, ne, Löcher in die Luft starrst, das ist der Moment, wo du wirklich gezwungen bist, in dich zu gehen, in dich reinzuhorchen. Und beim Duschen, beim Joggen, bei anderen Tätigkeiten, die wir so ne, nebenher machen können, da sind wir nicht ganz so hundertprozentig bei uns. Es ist natürlich nicht verkehrt, beim Duschen nachzudenken, beim Joggen nachzudenken, aber so dieses sich wirklich hinsetzen, sich Zeit nehmen, für mich keine Musik, keine Ablenkung, kein Handy, was da irgendwie rumliegt, sondern wirklich mit mir Zeit verbringen in Stille. Das ist tatsächlich das, was du tun solltest, wenn du das Thema Selbstführung ernst nehmen möchtest. Nein, du musst nicht jeden Tag eine Stunde lang Löcher in die Luft gucken. Es reichen kleine Portionen. Eine Stunde hält auch zumindest am Anfang erstmal überhaupt kein Mensch aus. Es reichen kleine Momente. Es reichen 5 Minuten hier, 10 Minuten da. Es muss auch gar nicht jeden Tag sein. Wenn du dir diese Zeit für dich nimmst und einfach da sitzt und deinen Gedanken zuhörst, dann kannst du noch etwas tun, um dem Ganzen noch einen Schritt mehr Ernsthaftigkeit zu verleihen. Und das ist auch wiederum ganz, ganz einfach. Nimm dir Stift und Papier. Schreib dir deine Gedanken auf. Gedanken sind super flüchtig. Und selbst wenn dir banale Dinge durch den Kopf gehen, dann kann es sich wahnsinnig lohnen, die aufzuschreiben. Und vielleicht denkst du jetzt direkt wieder, ach ja, super, das mache ich mit dem iPad, da habe ich doch jetzt diesen neuen Stift, das ist total praktisch. Nein, 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 nein. Mach es mit Papier und mit Stift, mach es mit Handschrift. Warum? Weil die so schön langsam ist, weil du nicht digital abgelenkt wirst und weil sozusagen der Blick auf unsere eigene Handschrift, auf das, was ureigen mich selbst ausmacht, das ist nochmal ein Schritt in die Reflexion. Wenn du sagst, naja, das kann ich aber nicht, mich einfach hinsetzen und meine Gedanken aufschreiben, ich brauche schon irgendwie eine Anleitung oder sowas.
Die habe ich natürlich auch für dich. Es gibt von mir ein weiteres Video, da geht es um den sogenannten Boxenstopp. Das ist eine ganz einfache Selbstreflexionsanleitung. Das Video habe ich dir hier unterhalb verlinkt. Das kannst du natürlich gerne nutzen, aber im Grunde genommen reicht völlig 5 Minuten Zeit, Stift, Papier und einfach das, was dir durch den Kopf geht, das, was du dir hier innen erzählst, das schreibst du einfach mal auf. Und bewahrst diese Notizen auch auf. Ein einfacher Zettel reicht. Ein kleines Notizbuch ist natürlich auch schön. Es sollte auf gar keinen Fall irgend so ein riesengroßes, ledergebundenes Tagebuch oder sowas sein, was dich dann ja direkt überfordert oder auch einschüchtert nach dem Motto, da kann ich ja jetzt nicht irgendwelche Banalitäten festhalten, da muss ich mir ja jetzt ganz ausführlich Gedanken machen. Das sollte es nicht sein. Ja, Selbstreflexion soll niedrigschwellig, soll einfach sein. Fang mit Zettel und Stift an. Einfacher Zettel, einfacher Stift. Nichts, was irgendwie fancy ist. Wichtig ist nämlich, dass du es machst. Jetzt wirst du vielleicht auch wieder sagen, na ja, aber da habe ich ja gar keine guten Ideen, wenn ich mich da hinsetze und da irgendwas für mich aufschreibe. Da ist doch ein Gespräch mit einer guten Freundin oder einem guten Freund viel besser. Grundsätzlich sind Gespräche natürlich nicht verkehrt. Aber Selbstreflexion, die Begegnung mit uns selbst, ja, die sollten wir tatsächlich eben auch alleine können. Ja, es ist nicht so, dass wir Menschen super gut darin sind, uns selbst zu begegnen. Im Gegenteil, wir lenken uns auch ganz gerne ab von uns selbst. Also, dass wir uns so oft mit irgendwelchen Dingen beschallen lassen, das Handy ständig in die Hand nehmen, ja, ständig Musik um uns haben, Radio, Fernsehen, was auch immer. Das hat auch damit zu tun, dass die Begegnung mit uns selbst, dass die anspruchsvoll ist, dass die auch anstrengend ist. Und ja, das ist ein Prozess, dir das immer wieder zuzumuten, dich vielleicht einfach mal eben 5 Minuten in Stille hinzusetzen mit dem weißen Blatt Papier und einfach mal zu gucken, was rattert hier denn gerade los? Und das eben aufzuschreiben. Fang mit kleinen Portionen an. Nicht 1 Stunde jeden Tag, nicht 10 Minuten jeden Tag, sondern vielleicht einmal die Woche 5 Minuten. Fang damit an. Mach es dir einfach. Es ist wichtiger, ins Tun zu kommen, als den perfekten Weg zu finden, es perfekt zu machen, es von Anfang an ganz oft und ganz ausführlich zu machen. Ich habe dir ein ganz kleines Tool zur Verfügung gestellt, das nennt sich Selbstreflexion to go. Das sind einfach 3 Fragen, die du in 6 Tagen zugeschickt bekommst. Und zu jeder Frage kannst du dir ein paar Notizen machen. Das ist super niedrigschwellig. Du brauchst wenige Minuten. Und vielleicht ist es dein Einstieg in die Selbstreflexion, in die Selbstführung. Und wenn dir das dann gefällt, ja, dann solltest du dir vielleicht auch mein Leader on My Ship-Programm angucken. Das ist ein richtig fettes, großes, umfangreiches Selbstcoaching-Programm. Läuft über 2 Monate und das macht dich zum Leader on My Ship. Da geht es wirklich darum, das Steuer für dich in die Hand zu nehmen. Aber wenn dir der Einstieg schwer fällt, dann fang wirklich mit klitzekleinen Schritten an. Es ist besser, etwas zu machen, als perfekt und dauerhaft zu zögern.